Ja, ich weiß nicht, was ihr bei Folge 265 erwartet habt. Hoffentlich nicht Inflation Games 2. Mir reicht ein Video, wo ich bis heute täglich merkwürdige Kommentare erhalte, die kein Mensch entziffern kann. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es so viele Fetischleute gibt, die meine Folge finden und sich denken, boah, da ist ein fettes Pony, da muss ich draufklicken. Ursprünglich wollte ich für dieses Video sogar was noch härteres mit Rainbow Dash bringen. Ich blende bloß nur ein Bild ein. Ich sag nur so viel. Sie war weder weiblich noch kam der Milch raus. Nee, dann doch lieber was harmloseres. Schwulometer. Wolltest du schon immer mal erfahren, wie schwul du wirklich bist? Dann ist das hier deine Chance. Gib einfach deinen Nick oder Namen ein und los geht's. Ich mag, wie das Du hier klein geschrieben ist, aber die restlichen Anreden groß. Dann gucken wir doch mal, wie schwul Pokémon das LP ist und drücken auf Analyse. 94,8. Wir haben hier auch gleich die Top 10 der Schwulen. Modedesigner sind homosexuell. Schwule Sau. Cristiano Ronaldo liebt Ärsche. Schwuler Sex in Gay Sauna. Cristiano Ronaldo fickt Männer. Reg. Kenne ich nicht. Schwuler Analsex in Männercrew. Kackwurst. Klaus Wobereit und Ernst Röhm. Dann haben wir da noch die letzten 10 Namen, die gespielt wurden. Ich, Klößchen, Analbert und nur irgendwelche anderen normalen Namen. Okay, wie toll das hier funktioniert, sehen wir, sobald ich meinen Namen minimal anders schreibe. Ich mache mal das P klein und schon. Ja, okay, das war jetzt nicht so ein krasser Unterschied, gebe ich zu. Aber was ist denn, wenn ich meinen Namen komplett klein schreibe? Och Mann, ey, jetzt kann ich das nicht so gut demonstrieren. Wie wär's mit Pokémon das LP? So. Ja, siehst du schon, nur noch 49,9. Also in der Regel ist es so, wenn man nur einen Buchstaben verändert, ich kann das ja mal machen mit Akzent hier. Pokémon schreibt man ja normalerweise so. Und dann. Ist das sogar noch schwuler? Ey, Moment, ich habe das eh gar nicht richtig schreiben können, oder was? Der das verschwinden lassen? Nochmal gucken. Ey, der hat das eh entfernt. Ist ja kein Wunder dann. Aber ja, Kleinigkeiten ändern kann dafür sorgen, dass man eine komplett andere Prozentzahl erhält. Wie wäre es jetzt mit meinem anderen Kanal? Oh Gott, ich muss schon wieder Werbung betreiben. Ich gebe es zu. Also, sag mal, das ist ja unfassbar hier. Also, jetzt ist ja Schluss, ja? 98,3, ey. Und klein geschrieben? 71,1? Ja, also. Ich kriege schon relativ hohe Ergebnisse hier zustande. Ob das was zu bedeuten hat? Ja, Peter Penis kommt aber auch nicht so schlecht weg hier. Und dann noch Sven Schwuletto, Alter. Sven Schwuletto ist. Nur 39,9. Ich möchte noch jemanden, der 69% hat. Vorher werde ich das Video nicht beenden. Ferdinand Fickerman. Oh ja, doch. Oh, ich zocke sehr heterosexuelle Spiele, ja. Das macht mich weniger schwul. Dann können wir ja noch die anderen ausprobieren. Happy Wheels. Happy Wheels ist dreiviertel schwul. Und das Spiel zum Sonntag. Was war denn das da gerade? Dicker Klötenwichser. Ich würde gerne mal wissen, warum das in meiner Suchleiste hier ist. Was war das denn? Okay, und das Spiel zum Sonntag. Ich habe keine Ahnung, warum das da drin war. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass dieses Projekt in der Top 10 steht. Von heute. Ich glaube, die Top 10 bezieht sich immer auf die Ergebnisse eines Tages. Ach du Scheiße. Was ist, wenn ich das komplett klein schreibe? Das Spiel zum Sonntag. Ach, guck mal einer an, nur noch 12,3. Jetzt wissen wir, was das schwulste Projekt von mir ist und das läuft schon seit 269 Folgen. Glückwunsch.
Was soll das da eigentlich sein für ein Bild? Ich habe immer gedacht, das ist eine Nase. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas anderes sein soll. Ah, da oben steht rosa Wattebällchen. Ah ja. Ich denke mal nicht, dass das was ganz Bestimmtes sein soll. Zumindest kann man es nicht eindeutig als sowas identifizieren. Halbes Wattebällchen. Das hier wird jetzt ein Insider. Leidenschaftliche Fickschule. Ich bin mal gespannt. Ja, geht auch. Also zwei Drittel würde ich meinen, oder? Wir können ja mal eine Person eingeben, die wirklich schwul ist. Dirk Bach. Ich weiß, die ist tot, aber ich habe auch schon in anderen Videos Dirk Bach-Witze gemacht. 88,1. Thomas Hermanns. Was war das schon wieder gerade? Was war schon? Wieso kommt, wenn ich TH eingebe, Matthias? Naja, gut, weil da ein TH drin ist. Das geht aber auch, ne? 62,2. Nee. Thomas Hermanns möchte ich haben. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Oh, nur 9,0. Hodenkobold? 44,4. Das war sehr nah dran, einmal nur 60%. Ich probier's weiter. 99,1%. 95,4. Nächste Idee. Es gibt ein Forum, wo diese Seite gepostet wurde. Und da kann ich einfach mal ein paar schöne Dinge zeigen. Mein Nickname rückwärts, also einer meiner Nicknamen. 96,6%. Also 69 verdreht. Ja, Arschsau ist auch nicht schlecht mit 94,7%. Hier haben wir wieder was im 69er-Bereich. Euren Kackposts. Ja, das ist jetzt natürlich im Kontext der Forenbeiträge gewesen. Dann gab es noch eine Diskussion über den Artikel von GameCube. Wenn man der nimmt, hat man 98,2. Wenn man die GameCube eingibt, nur 46,2. Also was ist wohl besser? Ja, Swag hat auch 96,2%. Wusstet ihr schon? Lesbisch ist so 94% schwul. Ist ja quasi dasselbe. Oh, hier hat jemand gelogen. Im Forum steht, dass LOL zu 97% schwul ist, aber in Wahrheit sind es bloß 0,8. Der niedrigste Wert bisher. Noch was Aktuelles. Die Schwulnis von Coronavirus beträgt 0,0%. Vergesst also 0,8% als niedrigsten Wert. Ja, das ist ja auch nicht schwul, das Coronavirus, das ist einfach scheiße. Jetzt noch ein Insider. Die Schwulnis von Kacken im Klo, ja, mit C, beträgt 97,9%. Wie schwul sind Inflation Games? So wenig. Wie schwul wäre eine zweite Folge von den Inflation Games geworden? Das ist ja sehr dicht beieinander. Wie schwul wäre Inflation Games 3 dann geworden? Naja. Stockschwul? 95,5%. Noch eine Frage, die uns sicherlich brennend interessiert. Macht SpongeBob schwul? Ja. Macht SpongeBob mit kleinem B schwul? Oh ja. Analyse ist zu 91,8% schwul. Wieso ist eigentlich bloß das Ana in Großbuchstaben und nicht noch das L dahinter? Alter, Ingo Oschmann zu 93,5% schwul. Yoshi? Porno! Mir gehen auch so allmählich die lustigen Ideen aus, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja schon zufrieden, dass zwei meiner Ideen in den Top 10 landeten. A ist nur zu 1,9% schwul. Wie sieht's mit B aus? 92,2%. Wow. Wie schwul ist das Jahr 2020? Ja, das sehe ich auch so. Das andere Jahr, über das viel diskutiert wird, ist 2016. Ja, das ist doch etwas diskussionswürdig. Lambis Tanzduell 52,2%. Wie steht's stattdessen mit Lambis Schwanzduell? Prozent. Ich bin ein Penis, holt mich hier. Oh. 86,5%.
Deutschland, dann wird das auch zu lang sein. Deutschland sucht den Superpenis. Oh, hey, das passt rein. Tschüsschen. Ja, also besser dürfte es nicht werden. Von daher, Tschüsschen.